Grüß Gott, mein Name ist Adolf Hermann-Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelisvakantist. Wir haben heute den 25. Juli 2015. Ich bin am 19. August 1967 geboren, das heißt, ich bin heute 47 Jahre alt. Thema des heutigen Videos ist Sport für Unsportliche, Gymnastik für Anfänger. Also das sind einige Übungen, die auch so alte Leute wie ich noch machen können und die meines Erachtens sehr effektiv sind. Man soll bei Sport meines Erachtens darauf achten, was man überhaupt braucht, um im Alltag durchzukommen. Und das ist natürlich einerseits vom Alter und andererseits von dem jeweiligen Berufsstand auch abhängig. Ich bin also mehr Schreibtischtäter und insofern bin ich darauf angewiesen, auch als Ausgleich etwas Sport zu treiben. Ich habe eine ganze Menge Übungen mir im Internet angeschaut und auch kannte ich auch noch von der Schule, von der Bundeswehr und so. Diese Sachen sind jetzt, wie gesagt, für Anfänger, für Unsportliche gedacht, die also auch im Alter noch beweglich sein wollen. Also ist jetzt nichts für angehende Bodybuilder. Die beiden wichtigsten Übungen zuerst, vor allem oder an erster Stelle geht es darum, dass man gleichmäßig bei allen Übungen atmet, also gleichmäßig ein- und ausatmet, durch die Nase einatmet, durch den Mund ausatmet. Bei der ersten Übung steht man also gerade und streckt die Arme aus. Man kann die Hände dann auch ruhig zur Faust ballen und dann kreist man mit den Armen leicht. Und gleichzeitig federt man dabei etwas in den Beinen. Also nicht viel, aber ein bisschen, dass man nicht immer wieder gerade ist, sondern immer gut in der Federung bleibt. Und dann kann man zählen. 1, 2, 3. Sport für Unsportliche, also Vorsicht, das sind Übungen, die auch schon reichen, um Muskeln zu bekommen. Deswegen würde ich vorschlagen, am Anfang nur einen Satz von 12 Wiederholungen machen. Warum 12? Man kennt das vielleicht aus dem Bodybuilding, dass dann bestimmte Übungen, normalerweise eben von sehr schweren Gewichten, 10 oder 12 Mal wiederholt werden, auch Kniebeugen und solche Sachen. Und ich nehme halt, weil es sehr leicht zu zählen ist, also mal in 4er Einheiten, gerne die Zahl 12, weil es auch schön zwischen 10 und 15 liegt. Und für Anfänger macht man eben nur einen Satz mit 12 Wiederholungen. 1, 2. Wenn man dann trainiert ist, kann man das auch wiederholen, aber man sollte wenigstens in der ersten Woche wirklich nur einmal diesen Satz durchführen. Und wenn man dann eben keine Beschwerden hat, vor allem keinen Muskelkater oder kein Herzrasen oder Schwindelgefühle, kann man ja einen Satz draufhängen und nach einigen Wochen oder Monaten kommt man auch höchstwahrscheinlich auf Zahlen weit über 100. Die zweite Übung, dabei schwingt man die Arme nach vorne, so, sieht so aus wie ein Boxschlag, ist aber natürlich kein Schlag. Man schlägt also nicht auf etwas ein, sondern bewegt den Arm locker, lässig nach vorne. Und das immer abwechselnd. So, 1, 2, 3. Dafür oder dabei geht man auch gleichzeitig in die Hocke, aber federt nicht, sondern bleibt in der Hocke, dann wird das Bein oder werden die Beine also angespannt. 1, 2. Man kann auch, wenn man das schon etwas trainiert hat, auch tief in die Hocke gehen, so ähnlich wie beim Sitzen und diese Übung durchführen. Aber das geht eigentlich erst, wenn man schon wenigstens etwas Muskulatur aufgebaut hat, sonst fällt man einfach um oder kommt nicht mehr, wenigstens nicht mehr so ohne weiteres nach oben. Und man kann ja auch
dann so ein bisschen variieren, also einen Satz mit Kreisen, einen Satz mit Schwingen auf halber Höhe, wieder einen Satz mit Kreisen, einen Satz Schwingen tiefer. Also muss man eben individuell sehen, was man gut schafft, was gut effektiv ist für einen jeweils. Mit den beiden Übungen ist man eigentlich schon in der Anfangsphase recht gut bedient. Das kann man eben langsam steigern. Nach einigen Wochen kann man auch sicherlich schon mehrere Sätze schaffen, ob man dann schon über 100 kommt. Vielleicht nicht jeder, aber man kommt schon vorwärts. Und dann eine weitere Möglichkeit, vor allem für die Arme und Schultern, ist also das Gewichtheben, wobei Gewicht vielleicht etwas übertrieben ist. Also es geht eigentlich nur um sehr geringe Gewichte. In der Anfangszeit, wenn man wirklich gar nichts vorher gemacht hat, sollte man vielleicht auch gar keine Gewichte nehmen. Und wenn dann doch, höchstens 1 oder 2 Kilo, das sind zwischen nur 5 Kilo, obwohl ich das schon eine ganze Zeit mache, müsste es nicht mehr als 5 oder 10 Kilo sein. Und dabei gibt es eben auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Die eine Übung besteht darin, dass man abwechselnd die Arme, also einen Arm hebt und den anderen streckt, also dass da auch schon eine gewisse Spannung auf dem Arm ist, gleichzeitig zum Heben auf dem anderen Arm. 1, 2, 3, auch eben 12 Mal wieder. Und auch gleichzeitig heben kann man auch machen. 1, 2. Wer möchte, kann da auch ein bisschen federn. 1, 2. Und eine dritte Möglichkeit besteht darin, so ähnlich wie mit einer Langhantel die Arme hochzuheben. 1, 2. Je nachdem, welche Übungen man macht, kann man eben auch unterschiedliche Gewichte nehmen. Also zum Beispiel für das Hochheben gar nichts erstmal. Für dieses abwechselnde Heben 2 Kilo und für dieses Langhantelheben 1 Kilo zum Beispiel. Wie gesagt, immer individuell gucken, was bekommt mir gut, was möchte ich überhaupt mit diesen Bewegungen erreichen. Und was erreiche ich dann auch unterm Strich? Wenn man noch etwas für die Haltung, Schulter und Bauchmuskulatur tun möchte, kann man sich praktisch in die Liegestützbewegung Haltung geben. Also ich mache das mal hier in der Wand vor. Man stützt sich also auf seine Hände, die Arme gestreckt, oder man stützt sich auf die Unterarme. Und also man liegt dann praktisch auf dem Boden und bleibt in dieser Haltung einige Sekunden. Man kann ja mal zählen, wie viele Sekunden man schafft. Also wahrscheinlich, wenn man überhaupt nicht trainiert ist, wird man nach wenigen Sekunden, 5 oder 10 Sekunden, also spätestens schon merken, dass einem da die Kräfte da so verlassen. Ist eine nette Ergänzung, aber nicht unbedingt das, was ich als erstes empfehlen würde. Als erstes eben das Schwingen, also das Kreisen und Schwingen, dann eben auch ein bisschen mit den Armen trainieren, was man da eben so machen möchte. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Individuell gucken, was bekommt mir gut, was vertrage ich gut, was ist bei mir effektiv. Grundsätzlich sollte man immer vor dem Sport, also in der Ruhephase und gegebenenfalls während der Übung, am Schluss der Übung überprüfen, ist mein Puls in Ordnung, ist mein Blutdruck in Ordnung. Wenn sich irgendwelche Beschwerden ergeben, Muskelkater zeigt sich nach ein paar Tagen spätestens ziemlich deutlich und dann auch für ein paar Tage normalerweise ziemlich deutlich. Aber wenn man sich schon direkt schlecht fühlt bei den Übungen, äußerste Vorsicht walten lassen, vor allem als Untrainierter. Also bei
Herzrasen, Schwindelgefühl oder so, äußerste Vorsicht. Warum mache ich diese Übung als Priester? Also, wie gesagt, ich bin als Priester eben in einer mehr unsportlichen Haltung. Also, ich sitze und stehe viel, aber ich bewege also mich nicht viel. Ich mache auch keinen Joggen und so. Vor allem diese Übungen sind ja alle für den Hausgebrauch geeignet. Also, jetzt momentan ist also sehr stürmisches, regnerisches Wetter, da würde ich sowieso nicht joggen gehen, was ich früher mal gemacht habe. Und ich bin also durch diese Übung auch von keinerlei Wetterverhältnissen abhängig. Wie häufig mache ich diese Übung? Ich empfehle dreimal am Tag, jeweils so 8 bis 9 Minuten, sodass man im Endeffekt so auf 25 Minuten am Tag kommt bei 6 Tagen die Woche. Wären das also 2,5 Stunden, also einen Tag in der Woche, dann Ruhetag. Wie gesagt, als Priester mache ich das eben auch aus dieser christlichen Grundüberzeugung, dass es wichtig ist, möglichst lange, möglichst leistungsfähig zu bleiben und die Aufgaben, die man erfüllen muss, möglichst gut auch im Sinne seiner Mitmenschen erfüllen zu können.